Brahms war ein Großer der Musikgeschichte. Er trug jedoch schwer an den gut gemeinten Ankündigungen Schumanns, der ihn, einen musikalischen Messias gleich, in seiner musikalischen Zeitschrift als den neuen Propheten ankündigte. Wie sein musikalischer Ahne Beethoven rang er sich jedes Werk ab und führte die klassische Sinfonie zu einer letzten romantischen Blüte. Wer war Johannes Brahms? Welche Menschen und Orte haben ihn geprägt? Eine biografische Annäherung an den Jahrhundertkünstler aus Deutschland. Johannes Brahms wurde am 7. Mai 1833 in Hamburg in eine Musikerfamilie geboren. Er wuchs in einem engen, ärmlichen Viertel Hamburgs auf, dem später berüchtigten Gängeviertel. Auf diesem Bild sehen Sie Brahms Geburtshaus in einer Aufnahme aus dem Jahr 1891. Das Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Aufgrund der ärmlichen Lebensbedingungen verbrachte Johannes viel Zeit in Dithmarschen, dem Heimatdorf seines Vaters, 50 Kilometer entfernt von Hamburg. Die Familie Brahms besaß dort ein Haus und Johannes verbrachte viel Zeit bei seinem Großvater. Eine Brahms-Gesellschaft erwarb das Haus 1988 und gestaltete es zu einem Museum aus. Sein Vater war Berufsmusiker und verdiente zu Beginn seinen Lebensunterhalt mit kleinen Auftritten in Hamburger Tanzlokalen und wurde später als Hornist ein angesehenes Mitglied der Hamburger Philharmoniker. So kam es, dass Brahms musikalische Ausbildung früh begann. Er trat im Alter von 13 Jahren erstmals öffentlich auf und konnte in der Folge etwas Geld für die Familie hinzuverdienen. Im Alter von 20 Jahren begann Brahms Leben als Künstler. Er begab sich zusammen mit einem befreundeten Geiger auf eine Konzertreise und auf dieser Reise lernte er Joseph Joachim kennen. Dieser später berühmte Geiger wurde ihm ein lebenslanger Freund und Berater. Er war es, der ihm empfahl, sich an Robert Schumann zu wenden. Brahms kehrte daraufhin nur kurz nach Hamburg zurück und verließ die Stadt in Richtung Düsseldorf, um sich den Schumanns anzuschließen. Brahms machte Zwischenhalt in Weimar und besuchte Franz Liszt. Was sich nun in Liszts Salon abspielte, wissen wir aus einer Anekdote, die Brahms Begleiter Remenyi überlieferte. Liszt zeigte sich gegenüber Brahms galant und spielte Brahms Scherzo Opus 4 vom Blatt vor. Bei dem darauf folgenden Vortrag seiner eigenen großen Sonate in H-Moll soll Brahms eingeschlafen sein, was Liszt, vermutlich neben anderen Dingen, verstimmte. So zog Brahms nach kurzer Zeit weiter. Die darauf folgende Reise nach Düsseldorf sollte sein Leben für immer verändern. Robert Schumann amtete dort als künstlerischer Direktor einer musikalischen Gesellschaft und Clara war eine bekannte Konzertpianistin. Brahms wurde von den beiden herzlich empfangen. Schumann war beeindruckt vom 20-Jährigen und veröffentlichte in der neuen Zeitschrift Musik den berühmten Artikel, der in den Worten gipfelte: Er trug auch im Äußeren alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen, das ist ein Berufen. Wenige Monate später erfolgte Schumanns Selbstmordversuch und seine Einweisung in eine Nervenheilanstalt. Brahms beschloss, in die Nähe von Clara und ihrer Familie zu ziehen, um sie zu unterstützen und ließ sich in Düsseldorf nieder. Er besuchte Schumann mehrmals in der Anstalt und vertiefte die Beziehung zu Clara. Darüber, wie weit ihr Verhältnis ging, wird noch heute gerätselt. Insbesondere nach dem Tod von Robert in 1856 wurde die Beziehung sehr eng. Ihr Briefwechsel kann heute nicht mehr beigezogen werden, da die beiden später beschlossen hatten, die Briefe zu vernichten. Brahms nahm während mehreren Winterspielzeiten eine Anstellung als Chorleiter und Musiklehrer am Hof in Detmold an, wo er mehrere Bachwerke aufführte. Hier arbeitete er unter anderem an seinem großen ersten Klavierkonzert, das er im Vorjahr 1854 begonnen hatte. In dieser Zeit lernte Brahms Agathe von Siebold kennen, die eine schöne Stimme hatte. Er verlobte sich gar mit ihr
schrieb ihr dann aber: Ich liebe dich, ich muss dich wiedersehen, aber Fesseln tragen kann ich nicht. Und die Verlobung wurde aufgelöst. 1859 kehrte er als 36er nach Hamburg zurück. Er hoffte auf eine Anstellung in seiner Heimatstadt als Direktor der Philharmonischen Konzerte oder als Chormeister der Singakademie, wurde aber bei beiden Stellen mangels Erfahrung übergangen. Dies verstimmte Brahms nachhaltig und nach einem ersten Besuch in Wien entschloss er sich 1863 Hamburg endgültig den Rücken zu kehren. Brahms hatte Zeit seines Lebens ein gespanntes Verhältnis zu seiner Heimatstadt, was auch die Ernennung einer Ehrenbürgerschaft 1889 und später das Angebot der Stelle als Leiter des Konzerthauses nicht mehr ändern konnte. Zu seiner Abschiedsstimmung hat vermutlich die schlechte Rezeption seines ersten großen Werkes beigetragen, des besagten Klavierkonzertes. Sowohl in Leipzig wie auch in Hannover wurden die Konzerte mit dem Komponisten als Solisten nicht gut aufgenommen. 29-jährig hatte Brahms Wien zum ersten Mal besucht. Als er dort sein G-Moll-Klavierquartett an einer Abendveranstaltung präsentierte, soll der Leiter des Konservatoriums und Musiker Josef Helmesberger Brahms bereits als Erbe Beethovens ausgerufen haben. Mit diesen Vergleichen tat sich Brahms zwar ein Leben lang schwer, aber er fühlte sich in Wien wertgeschätzt. So entschloss er sich, ein Angebot als Chormeister anzunehmen und siedelte nach Wien um. Doch Brahms hielt es nicht lange auf den Ämtern auf und er wurde ab den 1870er Jahren freischaffender Künstler. In Wien lernte Brahms 1864 auch Wagner kennen. Richard Wagner wohnte in dieser Zeit während mehrerer Monaten an der Hadigstraße in sehr luxuriösen Verhältnissen, die er sich wie üblich nicht leisten konnte. Wie immer staffierte er seine Wohnung mit sündhaft teuren Einrichtungsgegenständen aus. Er empfing dort den jungen Brahms. Die beiden so entgegengesetzten Künstler fanden aber keinen Draht und wurden später zu Antagonisten im Kulturkampf zwischen den Traditionalisten um Brahms und den Neudeutschen um Wagner. Brahms Lebensmittelpunkt blieb bis zu seinem Tode Wien. Allerdings war er häufig unterwegs und pflegte ein breites Beziehungsnetz. Jedes Jahr führten ihn 3 oder 4 Monate zum Komponieren in die Sommerfrische. Und in den Wintermonaten war er oft als Interpret und Dirigent der eigenen Werke unterwegs. Brahms war von 1863 bis 1875 ein regelmäßiger Gast in Baden-Baden. Seine Hauptattraktion war Clara Schumann, Witwe und der frühere Schwarm des 14 Jahre jüngeren Brahms. Als Clara 1862 in Baden-Baden ein Haus erwarb, wo sie die Sommermonate mit ihren Kindern verbrachte, machte sich Brahms auf die Suche nach einer Bleibe, um in ihrer Nähe zu sein. In den ersten 2 Jahren wohnte er im Hotel Bären. Danach fand er einen Aufenthaltsort in Form einer Mansardenwohnung bei der Witwe Becker. Brahms Bleibe bei der Witwe Becker, das Brahms-Haus, steht auf einem Hügel, über dessen Aussicht Brahms geschwärmt hatte. Er bevorzugte für seine Sommerfrischen stets abseits im Grünen gelegene, eher einfache und gemütliche Behausungen. Das Haus in Lichtental ist noch heute unverändert. Baden-Baden wurde in diesen Jahren sommerlicher Treffpunkt von Adel, Finanz und Kunst und wurde gar Sommerhauptstadt Europas genannt. Brahms lernte dort Johann Strauss Musik lieben, die er oft vom Kurorchester gespielt und von Strauss persönlich dirigiert hörte. Er verbrachte 7 Sommer in Lichtental. Der Sommer 1870 hatte es in sich. Was war passiert? Brahms schwärmte für Claras Tochter Julie und schrieb, auf Wolke 7 schwebend, die sogenannten Liebeslieder-Walzer. Geschockt musste er aber erfahren, dass sie sich verlobt hatte. Seine Schmerzen verarbeitete er mit der düsteren Altrapsodie, basierend auf Goethes Textvorlage, die mit den Worten «Aber abseits, wer ist's?» beginnt und das Leben eines Einzelgängers thematisiert. War das nicht schon genug, bat Julie den verhinderten Bräutigam, Trauzeuge zu sein,
da Julie nichts von der Schwärmerei zu ihr ahnte. Als Brahms in der Hochzeitszeremonie seinen Namen und Beruf angeben musste, scheint er in seinem Gram so undeutlich gesprochen zu haben, dass seine Angaben mit Komponist Schramms festgehalten wurden. 1868 fand die offizielle Uraufführung des Deutschen Requiems unter der Leitung des Komponisten statt. Aufführungsort war der Bremer Dom. Brahms hatte schon in seinen 20er Jahren mit der Komposition und Zusammenstellung der Texte begonnen. Das Werk ruhte dann für mehrere Jahre. Erst der Tod seiner Mutter gab den Anstoß für die Weiterarbeit. Als 3 Jahre später die Uraufführung im Bremer Dom vonstatten ging, saß neben Clara Schumann auch sein Vater im Publikum. Die triumphale Aufnahme des Werks in diesem monumentalen kirchlichen Bauwerk wurde eine große Genugtuung für den gebürtigen Hamburger, der bisher im Norden Deutschlands nicht die Anerkennung fand, und es war im Beisein seines Vaters und Clara Schumanns einer der größten Momente seines Lebens. Auf seine erste musste die Welt lange warten. Der Erwartungsdruck lastete schwer auf dem Komponisten und die Komposition fiel ihm schwer. Die Entstehungsgeschichte der ersten Sinfonie ist denn auch reichlich verworren. Brahms erste Versuche gehen auf die frühen 60er Jahre zurück. Im Jahr 1868 schrieb Brahms Clara den berühmten Geburtstagsgruß mit dem Alphorn-Thema aus dem 4. Satz. Er hatte dieses Motiv während seines Aufenthalts in Thun von einem Alphorn gespielt gehört und hatte es geistesgegenwärtig notiert. Wann er mit der Arbeit zu seiner ersten begonnen hatte, ist unklar. Auf jeden Fall arbeitete er 1876 im Rügener Sassnitz an der Sinfonie und beendete sie, mittlerweile 43-jährig, in Baden-Baden. Die Uraufführung verlegte er bewusst ins provinzielle Karlsruhe, da er vor einer Uraufführung in Wien zurückschreckte. Das Werk wurde geteilt aufgenommen. Die einen beklagten die Düsternis des Werks, selbst Clara Schumann war irritiert, als Brahms ihr die Sinfonie auf dem Klavier vortrug. Die anderen, wie beispielsweise der berühmte Wiener Kritiker Hanslick, sahen Brahms als legitimen Nachfolger Beethovens. Hans von Bülow sprach sogar von Beethovens Zehnter. Nicht zuletzt, weil die Themen an Brahms Übervater erinnerte. Sogar Brahms selbst meinte, dass jeder Dummkopf die Nähe des Hauptthema des 4. Satzes zum Thema des letzten Satzes von Beethovens 9. erkennen könne. Wenn man sich den Beginn des Adagios von Brahms Violinkonzert anhört, dann weiß man, wie sich Brahms in Pörtschach gefühlt haben muss. Das Thema ist so wunderschön und romantisch, dass der berühmte Violinist Pablo de Sarate sich weigerte, das Violinkonzert zu spielen, da die Melodie von der Oboe vorgetragen wird. Als Brahms 1877 zum ersten Mal aus dem Zug in Pörtschach ausstieg, war er augenblicklich inspiriert. Und er genoss während mehreren Jahren überaus produktive Monate. Im kärntnerischen Wörthersee entstanden viele Werke. Neben dem erwähnten Violinkonzert war die sonnige 2. Sinfonie das wichtigste Werk aus diesen Aufenthalten. Wie immer stand Brahms früh auf, machte seinen Spaziergang, schwamm früh morgens im See, Brahms war ein Nacktbader und saß nach dem Frühstück schon um 7 Uhr am Schreibtisch und nutzte den Morgen, um zu komponieren. 1870 wurde der Wiener Musikvereinssaal eröffnet und rasch wurde er für dessen Akustik gepriesen. Ein Hohlraum unter dem hölzernen Boden erzeugt einen Resonanzraum und die aufgehängte Kassettendecke aus Holz sorgt für perfekte Schwingungen. An diesem Ort werden die 2. und die 3. Sinfonie uraufgeführt, beides Mal dirigiert von Hans Richter. Brahms wagte die Uraufführung seiner 2. in Wien. Der Plan ging auf und sie wurde sogleich umjubelt. Der Gegensatz zu der eher düsteren 1. Sinfonie war groß und sie wurde zu seiner populärsten Sinfonie.
Brahms dirigierte in den 70er Jahren oft im Musikvereinssaal und war mehrere Jahre für die Programme zuständig. Seine Handschrift zeigte sich dadurch, dass er Traditionalisten förderte und Neudeutsche unter den Teppich kehrte. Das Meininger Orchester gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zu den besten Europas. Der kunstsinnige Souverän Georg II., genannt der Theaterherzog, förderte die Künste und Hans von Bülow führte es ab 1880 zur größten Blüte. Die beiden setzten sich leidenschaftlich für Brahms Werk ein und der Komponist dirigierte das Orchester mehrmals in Meiningen und auf Tourneen. Insgesamt hielt sich Brahms etwa 100 Tage in Meiningen auf. Der Herzog stellte das Orchester auch für sogenannte Werkstätten zur Verfügung. Und so erlebte Brahms zweites Klavierkonzert hier seine nicht öffentliche Uraufführung. Als Höhepunkt der Verbindung der Meininger zu Brahms war das Hoftheater, der Uraufführungsort seiner vierten Sinfonie, vom Komponisten selbst dirigiert. Interessanterweise war der potenzielle Nachfolger Brahms in Meiningen zugegen, denn Brahms lernte in diesen Jahren Richard Strauss in Meiningen kennen, der 1885 als Nachfolger von Bülows Kapellmeister in Meiningen wurde. Brahms soll Strauss, auch ein ganz hübsch junger Mann, zu seiner F-Moll-Symphonie zugestanden haben, was aus dem Munde Brahms ein Kompliment war. Strauss, der bis dahin Brahmsianer war, wurde in diesem Jahr aber unter dem Einfluss des Konzertmeisters Ritters zum Wagnerianer und wechselte von der Sinfonie zur Form der symphonischen Dichtung. Brahms Sommermonate waren seine produktivsten Komponierphasen. Bad Ischl war der Ort, an dem er mit 10 Besuchen die meisten Sommer verbracht hat, von 1889 bis 1896 gar allsommerlich. Meist wohnte er an der Salzburger Straße, die etwas außerhalb des Ortes lag, damit er bei Sonnenaufgang gleich seine Spaziergänge in die Natur machen konnte. Dann ging er seinen musikalischen Gedanken nach, die er anschließend im Komponierhäusel morgens zu notieren pflegte. Diese Hütte befand sich etwas außerhalb Ischls. Zwar genoss er die Geselligkeit Bad Ischls, doch er brauchte auch seine Ruhe fürs Komponieren. Die hatte er nicht immer, denn die Wirtsleute hatten viele Kinder. Um sich trotzdem etwas abzuschotten, buchte er 4 Zimmer. Der wichtigste Trumpf des Refugiums war jedoch der Hinterausgang. Sobald ihn jemand besuchen wollte, der ihm nicht genehm war, konnte er Reis ausnehmen. Hier entstand viel Kammermusik, denn von den großen Formen hatte er sich 1887 mit dem Doppelkonzert verabschiedet. Den Nachmittag und den Abend pflegte er gesellig zu verbringen. Häufig hatte er Besuch von Wiener Freunden oder schaute bei anderen Kurgästen vorbei, wie beispielsweise bei seinem Freund Johann Strauss. Der letzte Besuch im Jahr 1896 war in doppelter Hinsicht schmerzlich. Denn einerseits erfuhr Brahms vom Hinschied Clara Schumanns. Man sieht hier eine Aufnahme Brahms am Tage der Beerdigung. Darüber hinaus manifestierte sich eine Gelbsucht deutlich, der Vorbote der Krebserkrankung, die ihn ein Jahr später das Leben kosten sollte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war in der Musikwelt der Streit zwischen den Neudeutschen und den Traditionalisten die wichtigste künstlerische Auseinandersetzung. Während die Neudeutschen um Liszt und Wagner den romantischen Formen des Musikdramas und der symphonischen Dichtung das Wort redeten, wollten die Traditionalisten um Brahms und Hanslick die alten Formen wie Sinfonien und Konzerte weiterentwickeln. Ironischerweise beriefen sich beide Gruppen auf Beethoven. Zeitgleich mit Brahms lebte in Wien ein Neudeutscher, der das gar nicht sein wollte. Bruckner war zwar ein glühender Wagner-Bewunderer, wollte aber seine Ruhe haben und nicht in den Kulturkampf hineingezogen werden. Brahms hatte sich mehrmals negativ über Bruckner geäußert, während Bruckner sich höflich zurückhielt. Eines Tages saßen Bruckner und Brahms sogar in ihrem Lieblingsbeisel, dem Roten Igel, zusammen. Doch eine Annäherung fand nicht statt. Die einzige Gemeinsamkeit entdeckten sie,
als sie beim Bestellen des Essens bemerkten, dass sie dasselbe Leibgericht hatten. Nämlich Geselchtes mit Knödel. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Brahms im Musikvereinssaal am 7. März 1897. Es war ein Monat vor seinem Tod und Brahms war bereits von der Gelbsucht gezeichnet und geschwächt, als Hans Richter seine Sinfonie Nummer 4 dirigierte. Nach jedem der 4 Sätze gab es eine Ovation. Brahms starb kurz darauf, am 3. April 1897, in seiner Wohnung an der Karlsgasse. Nach damaliger Diagnose an einem Leberkrebs. Heute vermutet man, dass er einem Pankreaskrebs erlag. Er fand seine letzte Ruhe in einem Ehrengrab im Wiener Zentralfriedhof.